Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe semi-frisch aus. Ich bin jetzt inzwischen in Harwich angekommen, Philipp, Jimmy und ich. Und ja, Jimmy ist hier. Hier, wir machen gerade noch eine mini-gassige Runde auf dem Bahnsteig, bevor es richtig losgeht. Und ja, ich bin mega gespannt und werde euch auf jeden Fall berichten. Ich werde zum Thema nachhaltig reisen in dem Kontext auch nochmal ein Video machen für meine Reihe Dein grünes Zuhause. Das findet ihr dann bald irgendwann separat auf meinem Kanal. Und in dem Vlog möchte ich eher so ein bisschen drauf eingehen, ja, auf ja, unsere persönliche Experience, also wie es uns gefallen hat und so weiter, und euch eben mitnehmen. Und in dem separaten Video werde ich es dann eben nochmal ein bisschen mehr beleuchten von der Nachhaltigkeitsperspektive, und ich weiß noch nicht genau, wo ich das einbauen soll, das Reisen mit Hund, ob ich das in dem Vlog mache oder auch wahrscheinlich eher in dem anderen Video, denke ich mal. Aber ja, ihr könnt mir auch nochmal schreiben in die Kommentare, ob das vielleicht sogar ein ganz eigenes Video wert ist. Und ja, jetzt gehe ich mal langsam wieder Richtung Fähre. Advice, if possible, please do not travel. Advance purchase tickets later for travel today, but with valid on services tomorrow. Selbst Jimmy ist hier von einem Porzellanteller. Was habt ihr anderes erwartet? Ich habe nichts anderes erwartet. Fein, Jimmy. Fein. Wir sind jetzt in unserer Kabine angekommen und hier kann man über das CCTV eben ja, seinen Hund anschauen. Und wie ihr seht, Jimmy ist der einzige bisher noch bellende Passagier. Oh. Wir gehen jetzt nochmal runter. Oh Gott, wir kommen beide nicht so ganz drauf klar. Es ist so ein bisschen schwierig. Ja, wir schauen mal, wie es so funktioniert. Mal gucken, ob wir ihn gleich nochmal sehen. Sieht echt aus wie so ein Gefängnis. Where is he? Also Jimmy ist hier. Und jetzt sollte gleich nochmal eine Großaufnahme kommen. Da haben wir ihn. Oh, still standing, still wedling, still barking. Kommt da jemand? Nein? Okay. So, Jimmy ist inzwischen nicht mehr ganz allein im Hundegefängnis. Oh, jetzt guckt er Richtung Tür, aber er liegt. Sehr gut. Wir sind sehr, sehr stolz auf ihn. Okay, es gibt Veggie Burger. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Mit Fries. Und hatte ich schon seit tausenden von Jahren nicht mehr. Eine selbstgemachte Spezi aus einem Becher. Ja, wow. Nicht so nachhaltig. Hätte ich das gewusst? Ich hatte eigentlich Becher und alles dabei, aber naja. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber schauen wir mal, wie das schmeckt. So, und jetzt sieht man auch ganz gut, dass wir uns bewegen. Wenn ihr euch da auf das rote Gitter konzentriert, seht ihr, wie der Abstand dazwischen dem roten Gitter und dem Schiff immer größer wird und man immer mehr Wasser sieht. Yeah, wir fahren los! Wir haben ein bisschen
Verspätung. Kajüte. Sagt man dazu Kajüte? Mhm. Wir liegen in einem Bankbett, aber wir liegen momentan beide unten. Aber es kann sein, dass Philipp mich irgendwann aussortiert und ich nach oben gehen muss, weil es ein bisschen eng ist. Aber ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Jimmy auf dem CCTV angeschaut. Und jetzt gehen wir ins Bett. Ich mache jetzt das Licht aus, okay? Mhm. Gute Nacht und bis morgen. Jimmy geholt, sind gerade ausgestiegen. Das ist das Schiff nochmal von außen. Das ist Philipp mit dem Koffer. Und das ist Jimmy, der in die falsche Richtung läuft. Komm, Jimmy. Das ist fein. Ja, es war gut. Ging schnell vorbei. Wie ist dein Verdict? Ja, fein. Wir waren jetzt auch mit die Ersten, die draußen waren, ne? Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, warum. Weiß ich auch nicht. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. I can't breathe without you.
Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag. Ich weiß gar nicht, ob ich schon was erzählt habe. Doch bestimmt, als wir Jimmy geholt haben. Es kommt mir vor, als wäre der Morgen ein anderer Tag gewesen. Es ist jetzt schon einiges später. Wir sind im Airbnb. Ich denke, ich zeige es euch vermutlich morgen mal ausführlich, weil heute haben wir jetzt erstmal gechillt. Ich habe mich sofort total eingerichtet. Ich habe meine ganzen Sachen aufgehängt, alles für Jimmy fertig gemacht. Dann haben wir uns jetzt natürlich viel um Jimmy gekümmert, dass es ihm gut geht und dass er ruhig atmet und alles, dass auf jeden Fall alles passt. Und es ist halt echt eine Ausnahmesituation mit der Hitze. Aber jetzt geht es ihm richtig gut. Ich zeige euch mal, wie es gerade aussieht. Er liegt hier mit zwei Kühlpads. Und da drüben hatte er ein bisschen Wasser mit Joghurt. Das hatte uns die nette Dame, der das Airbnb gehört, extra alles hier vorbereitet. Die kam auch mit ihren zwei Hunden. Sie hat einen Therapiehund, der aber total ausgeflippt war. Und noch einen anderen Hund. Und sie hat super viele Hundesachen hier. Hat uns auch für Jimmy noch ein Körbchen. Und die ganze Spülmaschine ist vollgepackt irgendwie als Storage mit Dog Treats. Also es gibt alles Mögliche. Aber wir haben natürlich auch sowieso alles für Jimmy dabei. Und jetzt ist er echt mega relaxed, hat ein Handtuch erstmal eine Stunde ins Tiefkühlfach getan und da liegt er jetzt wie gesagt drauf und daneben zwei Kühlpads, da hat er hier drei Wassernäpfe und er schläft tief und fest, ist völlig K.O. Ich habe jetzt gerade noch so einen dünnen Teppich vor die Fenster hier gehängt, damit es nicht so mega warm reinkommt. Das Zimmer hier ist aber auch das kühlste und wir machen uns jetzt mal auf, würde ich sagen, oder? Was zu essen suchen und ich nehme die Kamera natürlich mit und ich zeige euch bestimmt ein paar Schnittbilder. Wir sind jetzt draußen unterwegs in Amsterdam und es gibt eigentlich nicht so viel Spannendes zu berichten. Wir werden heute ein paar Sachen angucken, die vor allem Philipp sehen will, so ein paar interessante Gebäude. Dazu kann er euch später vielleicht was erzählen, weil ich habe dazu nicht ganz so viel zu erzählen. Wobei das eine ist auch fashion related und zwar ist es ein Hermes Flagship Store. Aber den zeigen wir euch dann, wenn wir dort sind. Und jetzt laufen wir ein bisschen rum, gucken die Trachten an und es ist wirklich sehr, sehr schön. Kannst du uns gerade noch mal kurz erzählen, was das hier ist? Nur in ganz grob. Ach so. Nee, ich kann die Schnittbilder da drüber legen. Ja. Ist alles cool. Was soll ich dazu erzählen? Ich weiß nicht, was ich dazu erzähle. Was ist das denn überhaupt? Das ist das Film Museum. Okay. So, ihr habt es eben schon mal in schön gesehen. Das ist jetzt eher so die nicht ganz so schöne Seite, um nicht zu sagen die hässliche Seite. Anyway. Und wie findest du es? Gut oder nicht so gut? Das ist immer ein ganz schöner Unterschied, wenn man die Sachen googelt oder wenn man die dann live sieht. Ja. Ja, das fand ich sehr cool. Und das ist auch eins der interessanteren Gebäude, die auch noch nicht so super organisch. Ja, ich wollte jetzt, das stimmt auch, ich wollte eher sagen, die jetzt noch nicht so auf Instagram komplett durchgenudelt sind. Das heißt, ich habe eben nämlich versucht zu gucken, was so die coolsten Perspektiven wären, aber es gab irgendwie kein einziges Bild. Vielleicht habe ich auch schlecht gesucht, aber es gab wirklich wenig online dazu. Naja. Thank you.
Okay, wenn ihr wissen möchtet, wie dieses hübsche kleine Teil aussah, bevor Philipp es gemetzgert hat, dann schaut auf Instagram vorbei in meinem Amsterdam-Highlight. Da habe ich ein Video davon, ein Vorher-Video. Ich habe eine roh vegane Lasagne. Die ist ja aus Zucchini und ich glaube auch, die sieht total ähnlich aus wie so eine, die ich selber schon mal gemacht habe. So eine Art Pesto und so einen kleinen Gurkensalat mit Spirulina. Und das hier ist der Laufbahn. Wie ist der Laufbahn? Gut? Sehr lecker. Sogar hier die Fenster an und so. Das ist krass. Verrückt, ne? Mega verrückt. Cool aus. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag. Ich dachte, ich zeige euch jetzt noch unser Airbnb, bevor wir auschecken. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und ich habe auch einen Code, das ist ein Affiliate-Code, aber das Video ist nicht gesponsert. Und ich habe auch ja, die Unterkunft hier selber bezahlt. Aber wenn ihr euch neu anmeldet auf Airbnb und was bucht, bekommt ihr dann da auf jeden Fall einen Rabatt. Und ja, das ist sehr, sehr cool. Habe ich damals auch genutzt. Das hier, ich drehe euch mal um, ist das Wohnzimmer. Inklusive Philipp und Jimmy. Hier ist Jimmy, der wartet gerade schon, dass wir losgehen. Gibt zwei Couches. Dann ist alles so ein bisschen, wie sagt man, Renaissance-Stil eingerichtet von der Deko her. Ist das das richtige Wort? Mit Kronleuchtern und so Goldrahmen und so. Riesiger Tisch, super hell eigentlich. Wir haben jetzt halt hier diese Blackout-Curtains die ganze Zeit davor gehabt, weil es so heiß war. Und sehr, sehr hundefreundlich. Wir haben Bowls bekommen, wir haben Hundehandtuch bekommen für Jimmy. Alles Mögliche. Schöne Küche. Und dann geht es weiter in den Flur.
und zum Bad und zur Toilette und zum Schlafzimmer. Hier auch so ein Renaissance-Spiegel, alles wie gesagt sehr stimmig eingerichtet. Alle Lampen so in diesem Style und hier ist das Schlafzimmer mit einem wunderschönen großen offenen Balkon. Hier kann man die Türen so komplett aufmachen und dann hat man wirklich einen sehr, sehr schönen Blick so in die Bäume. Und das Zimmer hier ist auch recht kühl, eine Kleiderstange, Hundebettchen haben wir bekommen und ein Bett. Ja, sehr, sehr gut und das Highlight ist eigentlich mehr oder weniger das Badezimmer. Es gibt eine ebenerdige Dusche, die ja, super Wasserdruck hatte, alles perfekt und eine freistehende, wunderschöne Badewanne, die sogar einen Blick nach draußen hat. Leider war es so heiß, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, mich in die Badewanne zu begeben. Wobei ich kurz überlegt hatte, ob ich es trotzdem machen soll, einfach weil es so luxuriös und schön ist. Aber naja, zum Anschauen war es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, und das war unser Airbnb.